بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala unsere Reihe fortführen über den Al-Masih Al-Dajjal. Und wir haben eigentlich soweit das Wichtigste besprochen gehabt. Und was jetzt noch offen bleibt, ist, wann endet eigentlich und wie endet eigentlich seine Zeit? Das heißt, wie wird er ganz konkret getötet? Weil er wird getötet. Wir werden inshallah ta'ala heute sehen, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Wir haben gesagt gehabt, dass der Masih al-Dajjal im Grunde genommen die gesamte Welt bereisen wird. Und es werden sich ihm viele Menschen anschließen. Wir haben letztes Mal auch aufgezeigt gehabt, dass eigentlich von allen Menschen der Welt sich ihm Menschen anschließen werden. Wir haben in Hadithen, dass Menschen mit asiatischem Aussehen sich ihm anschließen werden. Wir haben Juden, die sich ihm anschließen werden. Wir haben Muslime, die sich ihm anschließen werden. Ja? Also die unterschiedlichsten Menschen, subhanallah, werden sich dem Al-Masih al-Dajjal anschließen. Und er wird jetzt 40 Tage lang auf der Erde Unheil stiften. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Ganze enden? Weil es ist ja am Ende eine gewaltige Versuchung von Allah subhanahu wa ta'ala, eine gewaltige Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschheit. Und es gibt jetzt mehrere Überlieferungen, welche eigentlich alle das eine bestätigen. Nämlich, dass derjenige, der Al-Masih Dajjal töten wird, kein geringerer ist als ein edler Prophet. Ein Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala damit auserkoren hat, dass er noch einmal auf diese Erde kommen darf, weil er nämlich nicht wirklich gestorben ist. Und mit dem auch Allah subhanahu wa ta'ala die Umma des Islams auserkoren hat, dass er, obwohl er ein Gesandter Allahs ist, zu einem Anhänger dieser Umma wird. Und es sogar Muslime geben wird, hinter denen dieser Prophet das Gebet in der Gemeinschaft vollziehen wird. Und es Muslime geben wird, welche mit diesem edlen Propheten in einer Reihe beten werden. Einem Gesandten Allahs. Und dieser edle Prophet ist kein geringerer als Isa ibn Maryam, Jesus, der Sohn Marias. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet jetzt Folgendes. Und zwar darüber, was zunächst erst einmal der Dajjal tun wird, bevor Isa alaihi salam auf die Erde wieder herabkommen wird. Was wir heute machen werden, ist, wir werden uns auf der einen Seite mit dem Ende von Al-Masih al-Dajjal beschäftigen. Und auf der anderen Seite werden wir heute ein wenig auf Isa alayhi salam eingehen. Insbesondere einige wichtige Punkte, welche unseren Iman in Bezug auf Isa alayhi salam betreffen. Worin auch wir Muslime uns unterscheiden von den Christen. Weil das ist ein sehr wichtiges Thema. Gerade in einer christlich geprägten Gesellschaft muss ich natürlich als Muslim wissen und verinnerlichen, was mich unterscheidet von einem Christen. Weil die Christen glauben an Jesus und wir Muslime glauben an Jesus. Was ist aber der Unterschied? Und das werden wir heute auch inshallah ta'ala besprechen, insbesondere auf eine der zentralsten Fragen des Christentums überhaupt, nämlich in Bezug auf die Kreuzigung von, oder die angebliche Kreuzigung von Isa alayhi salam und wie wir Muslime dazu stehen und was der Koran uns diesbezüglich beibringt. Weil das ist sehr, sehr wichtig, weil es nämlich auch eng zusammenhängt mit genau diesem Aspekt, über den wir heute sprechen. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes. Es wird überliefert von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sprach. Der Dajjal wird kommen, doch es wird ihm untersagt sein, die Bergpässe von Medina zu betreten, haben wir gesagt gehabt. Er kann Medina nicht betreten, weil sich dort Engel befinden, welche ihn daran hindern werden. Er wird zum Salzsumpf bei Medina gehen
Und an jenem Tag wird ein Mann, welcher der beste Mensch zu jener Zeit ist, zu ihm hinausgehen. Also er wird ihm begegnen. Er wird zu ihm sagen, ich bezeuge, dass du der Dajjal bist, über den der Gesandte Allahs gesprochen hat. Also mit anderen Worten, jemand, der wirklich stark im Iman ist. Und wir hatten ja letztes Mal gesagt gehabt, als Muslim sollte ich mich niemals freiwillig einer Fitna aussetzen. Ich sollte immer eigentlich vor einer Fitna fliehen. Und wir haben auch die Überlieferung diesbezüglich gehört gehabt, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns fordert, dass wenn wir vom Dajjal hören, dass wir fliehen sollen. Und er auch sagt, jemand glaubt, er ist ein Mu'min, aber sein Iman ist nicht so stark, dass er standhalten kann gegen diese Versuchungen des Dajjals. Aber dieser Mann, subhanallah, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier spricht, muss ein Mann sein, der wirklich einen sehr, sehr starken Iman hat. Weil die einzigen, die noch in Medina übrig bleiben werden, werden ja nur die aufrichtig Gläubigen sein. Ihr erinnert euch, dass wir letzte Woche gesagt hatten, dass es in Medina eine Art Beben geben wird. Und dass die Menschen in Medina aussortiert werden. Und dass all diejenigen, welche Heuchelei in ihrem Herzen haben, oder auch all diejenigen, welche zwar äußerlich Muslime sind, aber nicht wirklich Muslime sind, Medina verlassen werden, sodass in Medina nur noch die aufrichtig Gläubigen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt jetzt, der Dajjal wird zu den Menschen um ihn herum sagen, wenn ich ihn töte und dann wieder und zum Leben erwecke, glaubt ihr, dass ich dann noch irgendwelche Zweifel an der Sache, dass ihr dann noch irgendwelche Zweifel an der Sache haben werdet? Sie werden sagen, nein. Also wird er ihn töten und dann wieder zum Leben erwecken. Und wir hatten letztes Mal, wie gesagt, ja, gesagt gehabt, dass dieser Mann standhaft bleiben wird und dann wird er ihn rufen und der junge Mann wird mit einem fröhlichen Gesicht und Lächeln kommen. Er, der junge Mann, wird sagen, bei Allah, ich war mir nie sicherer über dich als jetzt. All das geschieht wo? All das geschieht jetzt vor den Toren von Medina. Und der Dajjal wird natürlich versuchen, vor den Toren von Medina noch sein Unheil zu stiften. Aber wie gesagt, er schafft es nicht, Medina zu betreten und er wird sich jetzt wohin begeben? Er wird sich jetzt Richtung Ash-Sham begeben, um dort sein Unheil zu treiben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt hierzu, er wird sich nach Medina begeben. Das ist dieses Ereignis, was wir gerade besprochen hatten, was sich dort abspielen wird. Diejenigen besiegen, die sich außerhalb der Stadt aufhalten und diejenigen daran hindern, die Stadt zu verlassen, die sich in ihr befinden. Alsdann wird er sich zum Berg Ilya, das ist Beit al-Maqdis, also Jerusalem, begeben, wo er eine kleine Gruppe von Muslimen belagern wird. Und die Gläubigen werden eine sehr schwierige Zeit durchleben. Diejenigen, die die Befehlsgewalt über sie haben, werden sagen, was hält euch davon ab, gegen diesen Tyrannen zu kämpfen, bis ihr Allah begegnet oder er euch zum Sieg verhilft? Die Muslime, die aufrichtigen Muslime zu dieser Zeit, sie geraten jetzt in eine Situation, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Ähnlich wie bei Tariq ibn Ziyad, als sie in Al-Andalus dann gewesen sind und der Feind ihnen entgegenkam und er daraufhin sagte, das Wasser ist hinter uns und der Feind ist vor uns. Wir haben keine andere Möglichkeit. Khalas. Wir können nur sterben oder siegen, eins von beiden. Eine Situation, wo es keine weitere Option gibt. Eine aussichtslose Situation. Und sie wissen, sie werden den Dajjal nicht töten können. Ich meine, das sind alles Gläubige. Sie wissen, sie müssen entweder auf Isa alaihi salam warten, ja, oder sie werden sterben. Aber sie entschließen sich dazu, sich zu wehren. Obwohl die Situation aussichtslos ist. Und gerade in solchen Situationen kommt dann die Hilfe Allahs. Ähnlich wie bei Musa a.s. Als sie verfolgt wurden vom Pharao und seinen Heerscharen und dann bis zum Roten Meer gedrängt wurden und jetzt das Meer vor ihnen war und der Feind hinter ihnen und die Anhänger von Musa a.s. Zweifel bekamen und sagten, Inna la mudrakun, wir wurden wahrlich eingeholt. Qala kalla, Musa alayhi salam, in diesem Moment als Gesandter Gottes sagte, kalla, Allah hat was anderes versprochen und er wird sein Versprechen einhalten. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Wahrlich, ich habe meinen Herrn an meiner Seite,
der mir einen Weg aufzeigen wird. Und in solchen Situationen zeigt sich der Iman eines Mu'mins. Und der Tawakkul, das Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala, gerade in diesen schwierigen Situationen. Und das können wir auch auf unser ganz persönliches Leben beziehen, meine lieben Geschwister. Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, es gibt keinen Ausweg. Sie ist aussichtslos. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin in eine Sackgasse geraten. Aber gerade in diesen Situationen wird deutlich, wer einen starken Iman hat und wer nicht. Dass jeder von uns mal schwierige Zeiten hat, das ist normal, das gehört zum Leben. Allah Ta'ala, er hat diese Dunya nicht erschaffen, damit wir in ihr nur Spaß haben und damit alles leicht ist. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Wir haben den Menschen in Enge erschaffen. Das gehört zum Leben. Und der Unterschied zwischen einem Mu'min und einem Nicht-Mu'min in diesem Fall ist, und ich sage extra Mu'min, ich sage nicht Muslim, weil es gibt viele Muslime, die äußerlich Muslime sind, aber nicht wirklich den Imam verinnerlicht haben. Und der Unterschied zwischen einem Mu'min und einem Nicht-Mu'min ist was? Dass der Mu'min in solch einer Situation seine Hoffnung nicht verliert. Und weiß, umso dunkler die Nacht ist, desto näher ist die Morgendämmerung. Und auch wenn alle Türen verschlossen sind und ich vielleicht nicht einmal eine Tür sehen sollte, gibt es irgendwo eine Geheimtür, die ich aber gerade nicht sehen kann. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Weil mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. مَعَ ist schon da, die Erleichterung ist schon vorhanden, nur ich kann sie nicht sehen. Und dann kommt die Bestätigung. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. Und das ist etwas, was ich niemals vergessen darf als Mu'min. Dass wenn ich in solch eine Situation gerate, dann mein Tawakkul, mein Vertrauen in Allah kommen muss. Und genau das haben diese Gläubigen, subhanallah, sie haben das Gefühl, sie sind alleingelassen worden. Allahu a'lam, was das für eine Zeit sein wird. Es wird eine sehr schwierige Zeit sein. Wahrscheinlich haben sie mit eigenen Augen gesehen, wie viele sogar ihre eigenen Familienangehörigen sich dem Dajjal angeschlossen haben, vom Glauben abgefallen sind. Und sie nur noch wenige sind und die Mehrheit der Menschen an den Dajjal glaubt. Und sie aber als diese wenigen noch an der Wahrheit festhalten. Und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Und subhanallah, was geschieht jetzt? Und zwar in diesem Moment, wo sie bereit sind zu kämpfen. Sie werden dem Kampf ihnen zustimmen, gegen ihn zustimmen. Und am Morgen werden, wenn sie erwachen, finden sie Isa ibn Maryam in ihrer Gesellschaft vor. Subhanallah. Unglaublich. Das heißt, gerade in dem Moment, wo sie entscheiden, es muss jetzt sein, wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Kommt die Unterstützung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sollte ich verinnerlichen als Mu'min. Und darf das niemals vergessen. Auch nicht in den schwierigsten Situationen und in den dunkelsten Momenten meines Lebens darf ich niemals vergessen, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist da. Und er ist anwesend und er wird mich nicht im Stich lassen. Isa alayhi salam, er kommt also plötzlich. Und in einigen Überlieferungen heißt es, dass er kommt, während die Muslime sich gerade auf das Gebet vorbereiten. Und die Iqama schon ausgerufen wurde. Während sie, also die Muslime, sich auf den Kampf vorbereiten und ihre Reihen formieren, wird die Iqama ausgerufen. Und in diesem Moment kommt Isa alayhi salam zu ihnen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Isa alayhi salam kommt und der Imam der Muslime zu diesem Zeitpunkt, manche sagen, er ist al-Mahdi, hat mir gesagt gehabt, Allahu a'lam. Und der Imam der Muslime dann sagen wird, komm nach vorne, sie werden Isa sofort erkennen. Sie wissen, ich meine, sie kennen die Hadith. Ja, sie wissen, dass Isa alayhi salam kommen wird. Und sie sagen, komm, verrichte das Gebet. Aber er wird sagen, nein, das Gebet wurde für dich ausgerufen. So sollst du es auch vorbeten. Und Isa alayhi salam, er wird mit ihnen gemeinsam das Gemeinschaftsgebet vollziehen hinter einem muslimischen Imam. Darin liegen tiefe Weisheiten, die wir nachher noch besprechen werden, inshallah. Unglaublich.
Unglaublich, was für eine Auszeichnung für die Muslime dieser Zeit. Es sind vielleicht wenige, es ist eine schwierige Zeit, aber es ist eine unglaubliche Auszeichnung für sie. Und das ist meistens so. Diejenigen, die in den schwierigsten Phasen standhaft bleiben, sind auch meistens diejenigen, die am meisten ausgezeichnet werden. Und genauso auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenigen, die eine besonders hohe Stellung bei Allah haben, sind auch meistens diejenigen, die besonders hart geprüft werden. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثى فالأمثى. Die Menschen, die am härtesten geprüft werden, sind die Propheten. Und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind, und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind. Es ist wie ein Schwert. Ein Schwert, auf das ich immer wieder als Schmied einschlage, es erhitze, darauf einschlage, es forme und es immer wieder diesen Prozess machen, ist ein besonders teures Schwert. Ein besonders stabiles Schwert, subhanallah. Ist unglaublich, ja? Ja, immer wieder wird darauf eingeschlagen. Immer wieder wird es erhitzt und dann wieder ja, wird es abgekühlt und dann wieder schlägt man darauf ein. Subhanallah. Und umso öfter man diesen Prozess durch hat, desto stabiler ist das Schwert. Und desto edler und wertvoller ist dieses Schwert. Und genauso auch der Mensch, subhanallah. Allah Ta'ala, er prüft ihn nicht, um ihn zu ärgern, sondern er prüft ihn, um aus ihm ein edles Metall zu machen. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Menschen, barakallahu fik? Er sagt über die Menschen, An-nasu ma'adin. Die Menschen sind wie Metalle. Subhanallah, guck mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Menschen hier beschreibt als Metalle. Und es gibt unter den Menschen Edelmetalle und es gibt unter den Menschen auch sehr, sehr billige Metalle. Standardmetalle. Aluminium, was ich nicht was, was du überall haben kannst. Und dann gibt es wiederum Gold und Platin und all diese sehr, sehr teuren Metalle, die sehr rar sind, sehr selten sind. An-nasu ma'adin. Isa alayhi salam, er kommt jetzt also herab. Und subhanallah, in einer anderen Überlieferung wird genau beschrieben, was jetzt Isa alayhi salam dann tun wird. Und zwar, nachdem jetzt Isa alayhi salam dann herabkommen wird, wird er sich direkt zum Dajjal begeben. Und wo befindet sich der Dajjal zu diesem Zeitpunkt? Der Dajjal befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem. Und Isa alayhi salam, er wird sich jetzt zu ihm begeben. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er beschreibt jetzt ganz genau, was geschehen wird. Und zwar beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass Isa alaihi salam herabkommen wird und er wird einen Atem haben, der jeden, merkwürdig, aber subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt das so, der jeden Menschen, der ungläubig ist zu diesem Zeitpunkt, regelrecht ersticken lassen wird. Und der Dajjal, sobald er diesen Atem von Isa alayhi salam vernehmen wird, beginnt er zu schmelzen. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er sagt, er beginnt zu schmelzen, genauso wie das Salz sich im Wasser auflöst. Allahu Akbar. Er beginnt sich aufzulösen vor den Augen der Menschen, genauso wie Salz sich im Wasser auflöst. Aber Isa alayhi salam, er wird ihn nicht einfach so sich auflösen lassen. Warum? Weil seine Anhänger könnten denken, dass er gerettet wurde vor Isa alayhi salam. Und deswegen wird Isa alayhi salam, nachdem er auf den Dajjal treffen wird, und zwar in einer Stadt, die sich ebenfalls im heutigen Palästina befindet, ja, nämlich auch in den gesetzten Gebieten in der Stadt Lut, auf Deutsch Lot, diese Stadt nicht mit T, sondern mit D, L-O-D. In der Stadt Lot, ja, die ist östlich von Jerusalem. Östlich von Jerusalem wird dann Al-Masih Dajjal versuchen, dorthin zu fliehen,
Aber Isa alayhi salam, er wird hinterher sein und er wird ihn dort dann erreichen und einholen und wird ihn dann vor den Augen seiner Anhänger töten mit einem Schwert, sodass die Menschen dann auch sehen werden, dass Al-Masih al-Dajjal wirklich getötet wurde und sich nicht einfach aufgelöst hat. Das sind alles Dinge des Reibs. Das sind alles Dinge, welche zu was gehören, zu dem Verborgenen gehören. Diese Dinge hören sich sehr merkwürdig an. Das ist richtig. Aber subhanallah, sie kommen aus dem Mund des As-Sadiq al-Masduq, des Ehrlichen und des Geglaubten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, über den Allah Ta'ala sagt: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Und er spricht nicht aus Neigung, sondern er ist lediglich eine geoffenbarte Offenbarung. Alles, was er sagt, ist eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, es ist schwierig für uns, das vorzustellen. Aber es wird genauso geschehen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Isa alaihi salam, er kommt also jetzt vom Himmel herab. Und in mehreren Überlieferungen wird auch beschrieben, wie Isa alaihi salam ganz konkret vom Himmel herabkommen wird. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Isa alaihi salam herabkommen wird und er wird sich auf die Flügel von zwei Engeln stützen. Und jedes Mal, wenn er sein Haupt hebt, tropfen von seinem Haupt Wassertropfen herab. Also fallen sozusagen von seinem Haupt Wassertropfen herab. Und die Frage ist die, wo war Isa alaihi salam eigentlich überhaupt gewesen? Und warum kommt er denn vom Himmel herab? Das ist eine Frage, welche wir heute insha'Allah ta'ala auch klären wollen, indem wir uns nämlich erst einmal mit einigen wichtigen Aspekten in Bezug auf unseren Iman zu oder über Isa alayhi salam, wie es im Koran auch beschrieben wird, beschäftigen werden, insha'Allah ta'ala. Und zwar, Isa alayhi salam ist ja einer dieser großen Propheten. Er ist der letzte Prophet vor unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet an vielen Stellen im Koran immer wieder über die Geschichte von Isa alaihi salam. Wie Isa alaihi salam auf die Welt gekommen ist. Und wir wollen heute nicht die gesamte Geschichte von Isa alaihi salam erzählen, sondern nur das, was jetzt wichtig ist in Bezug auf unser heutiges Thema. Aber der Koran, er spricht darüber, wie Isa alaihi salam auf die Welt gekommen ist, wie er als Kind gesprochen hat zu den Menschen, welche Wunder er mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala dann auch bewirken konnte, dass er kranke Menschen heilen konnte, dass er tote Menschen wieder zum Leben erwecken konnte, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann berichtet aber auch der Koran darüber, dass Isa alayhi salam nicht so, wie es die Christen behaupten, der Sohn Gottes ist, der am Kreuze gestorben ist für die Sünden der Menschen, sondern dass Isa alayhi salam lediglich ein Gesandter Allahs ist, den Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat. Und der einfach nur ein Mensch ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er vergleicht ihn mit Adam alayhi salam. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Das Gleichnis von Isa bei Allah ist das von Adam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Er hat Adam alayhi salam aus Erde erschaffen und sagte daraufhin zu ihm, sei, und er war. Und Isa alayhi salam ist nichts anderes als jemand, den Allah subhanahu wa ta'ala so erschaffen hat, aber im Mutterleib einer Frau, und zwar unserer Mutter Maryam alayhi salam. Und in dem Sinne ist Adam alayhi salam ein noch viel größeres Wunder als Isa alayhi salam. Weil wenn Adam alayhi salam ohne Vater und ohne Mutter erschaffen wurde, ist das natürlich ein gewaltigeres Ereignis als jemand, der ohne Vater und nur mit Mutter erschaffen wurde. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen immer wieder auch vor Augen halten müssen, sozusagen will. Und jetzt zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala etwas sehr, sehr Wichtiges auf. Und zwar, dass das, was das gesamte Christentum ausmacht, nämlich, dass Jesus am Kreuz gestorben sein soll. Das ist ja im Grunde genommen der wichtigste Aspekt im Christentum, an das, an was alle Christen glauben. Und zwar
mit dem Ziel, dass er als der Sohn Gottes, der keine Sünden begangen hat, somit die Sünden der Menschen auf sich nimmt, und zwar aller Menschen, die daran glauben, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das ist eigentlich das, an was alle Christen glauben, egal welche Konfession. Das steht im Mittelpunkt des Christentums, und deswegen das Kreuz, was Christen tragen, ja, das ist ja zum Symbol für das Christentum geworden, genau aus diesem Grund, weil man als Christ daran glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Menschen. Okay. Und hier zeigt uns der Koran auf, was wirklich geschehen ist. Und zwar in einigen Ayat. Aber es gibt eine Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala ganz konkret genau auf diese Frage eingeht. Ist Jesus gekreuzigt worden oder nicht? Und ist er am Kreuz gestorben oder nicht? Weil wenn das nicht stimmt, dann ist im Grunde genommen auch, macht das gesamte Christentum in dem Sinne nicht mehr wirklich Sinn. Und deswegen, das ist das, was ein Christen ausmacht. Er glaubt daran, Jesus ist am Kreuz gestorben für die Sünden der Menschen. Du kannst jedes christliche Buch ja, durchlesen, immer wieder steht das im Mittelpunkt. Gut. Was sagt aber der Koran diesbezüglich? Und zwar haben wir hier eine Ayah in Surat An-Nisa, in der Allah subhanahu wa ta'ala sehr genau auf diese Frage eingeht. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes in der Ayah Nummer 157 von Surat An-Nisa, die Surah Nummer 4. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. Und dafür, dass sie sagten, wer? Die Juden, ja, zur Zeit von Jesus. Gewiss, wir haben al-Masih, Isa, den Sohn Maryams, den Gesandten Allahs getötet. Rasulallah. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Was sagt also der Koran jetzt? Der Koran erleugnet, dass es überhaupt eine Kreuzigung gab. Und der Koran sagt, er wurde weder getötet, Isa alaihi salam, noch wurde er an das Kreuz gehangen, sondern es sah nur so aus, als wäre er an das Kreuz gehangen worden. Was ist damit gemeint? Wir haben keine konkrete Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo das erklärt wird. Wir haben auch keine andere Ayah, wo gesagt wird, was ganz konkret jetzt geschehen ist. Wir wissen nur eine Sache. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Aber es erschien ihnen so. Es gibt jetzt Überlieferungen, welche wir haben, die jetzt nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam direkt zurückgehen, in denen aber von einigen Muslimen, die vorher Christen gewesen waren und die auch Einblick in die sozusagen Schriften der Christen hatten, dann Folgendes berichtet haben. Als Allah beabsichtigte, Isa in den Himmel emporzuheben, das ist der nächste Punkt, auf den wir gleich eingehen werden, begab dieser sich mit tropfendem Haar von der Wasserstelle des Hauses kommend, in dem sich seine Gefährten aufhielten, und sprach zu ihnen: Es befindet sich jemand unter euch, der mich 12-mal leugnen wird, nachdem er an mich geglaubt hat. Und er meint damit wahrscheinlich Judas. Judas ist ja einer seiner Jünger, der ihn dann verraten hat an die Römer. Und dann fragte er: Wer von euch ist bereit, sich statt meiner töten zu lassen, nachdem er Ähnlichkeit mit mir bekommen hat, dann aber mit mir sich in meinem Aufenthaltsort im Paradies aufhalten darf? Der Jüngste unter ihnen erhob sich. Also der jüngste Jünger, Isa alaihi salam, sprach zu ihm: Setz dich. Aber jedes Mal, wenn Isa alaihi salam die Frage erneut stellte, stand der gleiche junge Mann auf und sagte: Ich will. Also ich will mich für dich opfern, O Gesandter Allahs. Und das ist ganz normal. Ich meine, wie viele Sahabe hätten sich für den Propheten geopfert, sallallahu alaihi wa sallam. Ich bin mir sicher, der hat alle gesagt: Ja, Rasul, ich, ja, natürlich, ich bin bereit, mich für dich zu opfern, und Gesandter Allahs. Ja? Also jemand, der Iman in seinem Herzen hat, ist für ihn eine Ehre. Und wenn er weiß, ich bekomme dafür das Paradies, Allahu Akbar. Daraufhin sprach Isa alaihi salam: Dann sollst du derjenige sein,
Darauf bekam der junge Mann Ähnlichkeit mit ihm und Isa alayhi salam wurde körperlich durch eine Öffnung. Achso, das ist falsch. Ich meine, das ist heute zum zweiten Mal schon. Und Isa alayhi salam, ist besser so? Ein bisschen? Ah, Alhamdulillah. Und Isa alayhi salam, wenn ich jetzt darauf sprach, daraufhin sprach Isa, dann sollst du derjenige sein. Daraufhin bekam der junge Mann Ähnlichkeit mit ihm und Isa alayhi salam wurde körperlich durch eine Öffnung im Dach in dem Himmel emporgehoben. Als die Juden hereinkamen, erblickten sie denjenigen, der Ähnlichkeit mit ihm angenommen hatte, und kreuzigten und töteten ihn. Und einer unter den Gefährten leugnete ihn 12 Mal, nachdem er ihn geglaubt hat. Okay, das wird jetzt hier so von Ibn Kathir in seinem Werk Al-Bidayah wa Nihayah überliefert. Und es gibt noch andere Überlieferungen. Es gibt auch Überlieferungen, die sagen, dass alle Jünger plötzlich die Gestalt von Isa alayhi salam bekommen haben, sodass die Leute nicht wussten, wer ist Isa, und haben dann irgendjemanden genommen. Und es gibt auch die Meinung, dass Judas, derjenigen, der ihn auch verraten haben soll, als Strafe dafür, dass er ihn verraten haben soll, dann von Allah subhanahu wa ta'ala die Gestalt von Isa alayhi salam bekam und von den Leuten mitgenommen wurde. Im Neuen Testament wird überliefert, oder steht geschrieben, dass als Judas mit den Soldaten dann ankam, wo sich Isa alayhi salam befand, in diesem Haus, wo er sich befand, sollen plötzlich alle umgefallen sein. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wahrscheinlich dann in diesem Moment vielleicht Judas oder einer der Jünger wirklich dann auch die Gestalt von Isa alayhi salam bekommen hat. Gut. Der Koran sagt lediglich was, walakin shubbiha lahum. Es erschien ihnen so. Aber eines ist sicher, nicht Isa alayhi salam wurde gekreuzigt, sondern es war jemand gewesen, der die Gestalt von Isa alayhi salam bekommen hat. Entweder war es ein Jünger, der sich freiwillig dafür bereit erklärt hat, oder Judas, der ihn verraten hat, als Strafe dafür, dass er Isa alayhi salam verraten hat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, und das ist das Wichtige. Achso, machen wir noch die Ayah zu Ende. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Ma lahum bihi min ilm. Sie haben kein Wissen darüber. Illa tiba'a dhann, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Wa ma qataluhu yaqina. Sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Bal rafa'ahu Allahu ilay. Wa kana Allahu azizan hakima. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Und das ist der nächste Punkt. Das heißt, nachdem dieser Jünger genommen wurde, der die Gestalt von Isa alayhi salam angenommen hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam einschlafen lassen. Und er hat ihn zu sich emporgehoben in einer Weise, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und was ist jetzt unsere Aqide in Bezug darauf? Und zwar, unsere Aqide in Bezug darauf ist, dass Isa alayhi salam nicht wirklich gestorben ist, sondern er lediglich von Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben wurde, um dann am jüngsten Tag noch einmal auf die Erde zu kommen. Und hierzu sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, und zwar an mehreren Stellen im Koran bestätigt er, dass die Leute der Schrift noch eines Tages an ihn glauben werden und dass das zu den Zeichen der Stunde gehört. Wa im min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Surat An-Nisa, Vers Nummer 159. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Mit anderen Worten, es wird Christen geben, welche dann sehen werden, dass es sich bei Isa alayhi salam nicht um den Sohn Gottes handelte, sondern dass es sich hierbei um einen Gesandten Gottes handelte und dass ihre Aqide, ihr Glaube der falsche gewesen ist, und sie werden das erkennen und sie werden daraufhin auch Isa alayhi salam als Gesandten Gottes akzeptieren und annehmen. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. Ja?
und er ist wahrlich wissen von der Stunde des Gerichts, so hegt ja keinen Zweifel an ihr und folgt mir, das ist ein gerader Weg. Also mit anderen Worten, er gehört zu den Zeichen, zu dem Wissen, was vor der Stunde noch eintreten wird, dass nämlich Isa alayhi salam auf die Erde herabkommen wird und dann auch zeigen wird, dass er lediglich ein Gesandter Gottes gewesen ist. Taib. Also Isa alayhi salam, er wurde emporgehoben von Allah und er wird dann vor dem jüngsten Tag, wenn der Dajjal da ist, herabkommen, um eine Aufgabe zu haben. Die erste Aufgabe ist, den Dajjal zu töten. Was wird aber Isa alayhi salam daraufhin tun? Wir wollen uns nur als erstes drei Dinge anschauen, weil es heute auch ein bisschen unruhig ist, deswegen wegen Isa heute ist ein bisschen unruhig, ein bisschen schwierig, sich zu konzentrieren, wegen der Akustik. Aber wir wollen uns anschauen, was die drei ersten Dinge sind, welche Isa alayhi salam tun wird, nachdem er den Dajjal getötet hat. Und zwar wird Isa alayhi salam drei Dinge durchführen. Das erste ist, er wird das Schwein schlachten. Das zweite ist, er wird das Kreuz zerbrechen. Und das dritte ist, er wird die Jizya aufheben. Was hat das auf sich? Was bedeutet das überhaupt? Und zwar, das allererste, was Isa alayhi salam tun wird, ist, er wird das Schwein schlachten. Das steht so in diesem Hadith. Er wird das Schwein schlachten. Warum wird er das Schwein schlachten? Was ist der Grund? Wozu schlachtet er das Schwein? Und die Frage ist die, wird er jedes Schwein schlachten oder nur ein Schwein schlachten? Und warum? Was könnte der Grund sein? Es gibt hier einen ganz klaren Grund. Ja? Er will damit aufzeigen, wie der Bruder richtig gesagt hat, dass das, was im Christentum geschehen ist, nämlich die Veränderung der Scharia von Musa alayhi salam, der Gesetze von Musa, an die sich selbst Jesus gehalten hat, als Jude, weil Jesus war nichts anderes gewesen als ein Jude, der zunächst erst einmal für die Kinder Israels gesandt wurde, ganz wichtig, für die Kinder Israels, der als Rabbi bezeichnet wurde, weil er nämlich die Gebote des Judentums eingehalten hat, mehr als jeder andere, um aufzuzeigen, dass diese Gesetze niemals aufgehoben wurden und dass sich die Anhänger von Jesus genauso daran hätten halten müssen wie Jesus selbst. Und dass das Schweinefleisch eigentlich auch für die Christen verboten wäre, wenn sie Jesus alayhi salam wirklich und wahrhaftig befolgt hätten. Wie ist es aber dazu gekommen, dass die Christen Schwein essen und erlaubt haben, Schweinefleisch zu essen, obwohl es ja für die Juden, und Jesus war selbst ein Jude, verboten war? Weiß jemand, was der Grund ist? Was ist der Grund dafür, dass heutzutage Christen Schwein essen? Und das sogar zur, sage ich mal, europäischen, westlichen Kultur gehört, dass man Schwein isst, während für uns Muslime und für die Juden das verboten ist. Wie kann das sein? Das ist doch ein Widerspruch. Wie geht das? Die ersten Christen haben kein Schwein gegessen, weil sie alle Juden waren. Wie kann es sein, dass heutige Christen sagen, das gehört zu unserer Kultur? Leitkultur, man muss Schwein essen. Wie kann das sein? Ja. Wegen der Tradition, okay? Weniger was mit der Tradition zu tun, sondern es gab eine grundlegende Veränderung mit einer wichtigen Persönlichkeit des Christentums, und zwar mit Paulus. Paulus, er war ja anfänglich ein Gegner des Christentums und ein Gegner von Jesus. Und man sagt ja auch, aus Saulus wurde Paulus. Habt ihr schon mal gehört, oder? Aus Saulus wurde Paulus. Und auf jeden Fall hat er etwas eingeführt, was Jesus selbst nicht gekannt hat. Und zwar eine Unterscheidung zwischen sogenannten Judenchristen und Heidenchristen. Eine Unterscheidung zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Was ist das? Judenchristen sind all diejenigen, welche an Jesus geglaubt haben und vorher Juden waren.
Und Heidenchristen sind all jene, welche vorher keine Juden waren, aber dann trotzdem an Jesus geglaubt haben. Und es hat sich dann sozusagen dadurch etwas eingebracht in das Christentum. Und zwar, dass man gesagt hat, die Judenchristen sind weiterhin an die Tora gebunden und an die Gebote der Tora. Also dürfen kein Schwein essen, alles, was dazugehört. Während die Heidenchristen an diese Gebote nicht gebunden sind. Für sie geht das nicht. Sie können Schwein essen, sie können all diese Dinge machen. Aber die Juden müssen weiterhin darauf verzichten. Und das ist natürlich eine Veränderung, die ganz klar die gesamte Botschaft von Isa alaihi salam auf den Kopf stellt. Und Isa alaihi salam, wenn er herabkommen wird, er wird genau dem ein Ende setzen und wird aufzeigen, diese Unterscheidung gab es nie. Und das, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, dass nämlich auch das Schwein verboten ist und dass all diese Gebote, die wir haben im Judentum, auch natürlich für die späteren Generationen gelten, dass das niemals aufgehoben wurde. Und wir damit ein Exempel statuieren und aufzeigen, hier sind die Menschen in die Irre gegangen. Was ist das Zweite? Das Zweite ist, er wird das Kreuz zerbrechen. Und ich glaube, das ist relativ klar, warum er das tun wird. Er wird das Kreuz zerbrechen als eine Art Symbolakt dafür, dass diese Aqide, auf der das heutige Christentum basiert, die wir gerade erläutert hatten, nämlich, dass Jesus als Sohn Gottes geopfert wurde für die Sünden der Menschen, dass diese Aqide Schirk ist und keine Grundlage hat in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala und Jesus so etwas niemals behauptet hat. Und dass das alles Einflüsse sind von außen, von Heidentum, die sich dann ausgewirkt haben auf das Christentum, sodass das Christentum dadurch dann komplett verändert wurde, bis dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Islam gekommen ist. Und was ist das Dritte? Die Jizya wird aufgehoben. Was ist die Jizya? Was bedeutet das Wort Jizya? Diese Kopfsteuer, Schutzsteuer, welche Nicht-Muslime früher in einem islamischen Staat gezahlt haben, als Gegenleistung dafür, dass sie beschützt werden. Dafür mussten sie aber nicht am Wehrdienst teilnehmen. Während die Muslime Zakat zahlen müssen, haben sie die Kopfsteuer gezahlt. Tamam, gut. Und auf jeden Fall wird er die Jizya aufheben. Und warum wird er die Jizya aufheben? Die Gelehrten sagen, er wird die Jizya aufheben als Symbol dafür, dass jetzt nur noch eine Religion gilt, und zwar die Religion Allahs. Und dass somit alles, was vorher gewesen war, aufgehoben wurde, weil die Dinge jetzt nämlich klar und deutlich geworden sind. Wir sind jetzt kurz vor der Stunde. Wir sind kurz vor der Stunde. Und jetzt gilt es nur noch was? Jetzt gilt es nur noch Da'wah zu machen. Und nur noch eine Religion zu akzeptieren, und das ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, die er auf alle Propheten herabgesandt hat. Das sind die ersten drei Dinge, die Isa alaihi salam tun wird, nachdem er den Al-Masih Dajjal getötet hat. Wie wird es weitergehen mit Isa? Wie lange bleibt er auf der Erde? Was wird er noch machen? Wie wird es den Gläubigen ergehen? Was ist mit Juj und Majuj, die plötzlich auftauchen werden? Das, inshallah ta'ala, werden wir dann in der kommenden Woche besprechen, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr.